Mein letztes Video hat große Aufmerksamkeit erfahren. Es kamen viele Anfragen nach meinem Aktienbewertungsblatt, nach Seminaren, nach vertiefenden Informationen und das freut mich natürlich. Auf eine Gruppe von Anfragen möchte ich in diesem Video eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass sonst manche Anleger in eine Gefahr laufen könnten und das möchte ich vermeiden. Das ist eben das Problem bei diesen Videos, dass ich immer nur auf einen Aspekt eingehen kann. Ich versuche den so gut wie möglich zu vermitteln, aber es ist eben immer nur ein Aspekt, den ich herausgreifen kann und nicht wie bei meinen Seminaren Stück für Stück meine Denkweise erklären, aufbauen, zusammenhängend und dann das Aktienbewertungsblatt auch durchsprechen und Unternehmensbewertung zu praktizieren, zu üben. Aber dennoch ist es sinnvoll, diese Tipps zu geben, wie ich finde, und das freut mich natürlich, dass auch diese Videos dann große Aufmerksamkeit erfahren und dass das Interesse zunimmt. Weil es eben sein kann, dass der ein oder andere Anleger in eine Falle tappen könnte, gehe ich in diesem Video nochmal gezielt darauf ein. Inhalt dieser Anfragen war, ich finde es gut, diese Dividendenstrategie, ich möchte auch eines Tages von Dividenden leben, entweder ganz oder als Zusatzeinkommen. Also ich konzentriere mich jetzt auf dividendenstarke Aktien. Und das könnte eine Gefahr sein. Denn obwohl ich von Dividenden lebe, steht bei mir die Dividende als Auswahlkriterium bei Unternehmensinvestitionen nie ganz oben. Ganz oben steht bei mir der Unternehmensgewinn. Und die Dividende darf nur ein Teil dieses Gewinnes sein. Der Gewinn muss immer größer sein als die Dividende, die ausgeschüttet wird. Nur so ist es nachhaltig. Denn im anderen Fall kann man in eine Falle tappen. Wenn nämlich Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, dann kommen manche Manager auf die Idee, um weiterhin Investoren anzulocken, dass sie die Dividende erhöhen. Und dass sie die Dividende sogar höher auszahlen als der Jahresgewinn, der erwirtschaftet wurde. Und das führt natürlich dazu, dass von der Substanz ausgeschüttet wird. Und das geht immer nur über einen begrenzten Zeitraum. Denn irgendwann blutet das Unternehmen damit aus, irgendwann ist die Substanz aufgebraucht und dann ist das Unternehmen letzten Endes am Ende. Also diese Strategie ist nicht nachhaltig. Deshalb mein Tipp, konzentrieren Sie sich in erster Linie auf den Unternehmensgewinn und nur in zweiter Linie dann auf die Dividende und die sollte immer nur ein Teil sein, also kleiner sein als der Gewinn, der erzielt wird. Bei DAX-Unternehmen beträgt die durchschnittliche Ausschüttungsquote etwa 40-50% und das ist auch sinnvoll so. Ich bin ein großer Freund einer nachhaltigen Dividendenstrategie. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, nachhaltig auszuschütten. Darauf drängen auch viele Investoren, weil viele Investoren die Dividende mittlerweile als Zinsersatz sehen, noch dazu bei dieser Niedrigzinsphase, die wir im Moment erleben. Also nachhaltige Dividendenstrategie heißt, viele Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, jährlich eine entweder gleichbleibende oder jährlich steigende Dividende auszuschütten. Und damit kann man als Investor planen. Das ist natürlich schön. Das schafft Sicherheit im Vergleich zu diesen ständig schwankenden Aktienkursen, die viele Anleger verunsichern. Also von dieser nachhaltigen Strategie bin ich ein großer Freund von. Ich bin viel auf Hauptversammlungen unterwegs und in meinen Reden gehe ich auch meistens auf diese nachhaltige Dividendenstrategie ein. Und das ist eben mein zweiter Tipp. Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die eine so nachhaltige, langfristige Dividendenstrategie verfolgen. Und da kann es natürlich schon sein, wenn in Jahren, in denen tolle Gewinne erwirtschaftet wurden, dass dann weniger ausgeschüttet wird, als eigentlich ausgeschüttet werden könnte, dass Rücklagen gebildet werden für eine zukünftige Dividende in schwierigen Jahren. Und in diesen schwierigen Jahren kann, wenn so eine nachhaltige Dividendenstrategie verfolgt wird,
dann schon auch entweder mal der komplette Jahresgewinn oder sogar etwas darüber ausgeschüttet werden. Es wurde ja in den guten Jahren zurückgelegt. Das ist schon nachhaltig. Aber dann, in den guten Jahren, muss natürlich auch der Unternehmensgewinn wieder deutlich höher sein als die Dividende, die ausgeschüttet wird. Das verstehe ich unter nachhaltig. Und das macht dann auch Sinn, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Noch ein Tipp aus meiner Erfahrung. Selbst wenn ein Unternehmen eine nachhaltige Strategie verfolgt, verlasse ich mich nicht darauf, dass bei großen Wirtschaftskrisen, so wie es 2008, 2009 der Fall war, bei in der Finanzkrise, dass dann auch weiterhin konstante Dividenden ausgeschüttet werden. Da gehe ich immer auf Nummer sicher. Da plane ich immer ein, dass die Dividende dennoch mal zurückgefahren wird bei so großen Krisen. Und da bin ich auch kein Gegner, denn ich bin ja an langfristiger Unternehmensplanung interessiert. Ich möchte ja, dass es das Unternehmen auch noch in vielen Jahren gibt und dass es dann auch noch erfolgreich wirtschaften kann. Also wenn in so ganz großen Krisenjahren die Dividende mal zurückgefahren oder ausgesetzt wird, habe ich überhaupt nichts dagegen. Deshalb plane ich immer einen Sicherheitspuffer ein, sodass die Liquidität bei mir, die ich zum Leben brauche, immer gesichert ist. Über mindestens 5 Jahre muss ich von dem Geld, das ich sicher habe, auch immer vorhanden sein, auch wenn die Dividende in einzelnen Jahren mal gekürzt wird. Das ist mein dritter Tipp in diesem Video. Und dann sind Sie auch wirklich auf der sicheren Seite. Und wenn es mal Jahre gibt, in denen ein Unternehmen hohe Investitionen tätigt und dann weniger ausschüttet, um weniger Fremdkapital aufnehmen zu müssen, auch da bin ich ein Freund davon, auch da habe ich nichts dagegen, denn das ist ja auch nachhaltig. Also das könnte ja auch ein Fall sein, in dem sinnvollerweise die Dividende gekürzt wird. Aber ansonsten, Dividende steht bei mir an zweiter Stelle, an erster Stelle der Unternehmensgewinn und der muss immer höher sein, langfristig, außer in diesen genannten Ausnahmen höher sein als die Dividende. Nur so ist dann diese Dividendenpolitik auch nachhaltig und dann macht es wirklich Sinn, unter diesen Bedingungen sich auf dividendenstarke Unternehmen zu konzentrieren, um möglichst schnell möglichst hohe Dividendeneinnahmen zu erzielen. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir gemeinsam mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie künftig kein Video mehr verpassen.